Willkommen zu meinem Podcast über die Frage, worum geht es beim St. Galler Managementmodell der vierten Generation? Grundsätzlich fangen wir damit an, dass es einen sehr großen gemeinsamen Nenner innerhalb der Betriebswirtschaftslehre gibt. Und dieser gemeinsame Nenner ist die Wertschöpfung. Wertschöpfung meint grundsätzlich, Produkte und Dienstleistungen so zu produzieren, dass Kunden dafür einen Preis zahlen, der die Kosten aller Vorleistungen übersteigt. Diese Art von Wertschöpfung erfolgt zumeist in Projekten und die Projekte sind mit strukturierten Kommunikations- und Entscheidungsprozessen zusammengehalten. Diese Projekte werden zunehmend von Remote Teams durchgeführt. Remote Teams sind Teams, deren Mitglieder an verschiedenen Standorten mit oft verschiedenen Zeitzonen verteilt sind, also nicht immer zur selben Zeit im gleichen Büro vorhanden sind. Zunehmend kommt es auch dazu, insbesondere bei interdisziplinären Projekten, dass es örtlich-zeitlich verteilte Wertschöpfungen gibt. Man spricht dann von Remote Services. Bei Remote Services haben die Prozessbeteiligten oft verschiedene Denkgewohnheiten. Man nennt das auch Mindsets. Die Phasen eines Wertschöpfungsprozesses sind immer durch Schnittstellen voneinander getrennt und zugleich durch die gleichen Schnittstellen miteinander verbunden. Die Hauptfragen bei der Steuerung einer verteilten Wertschöpfung lauten: Wie wird ein gemeinsames Verständnis über den Stand der Dinge möglich? Welche Formen von Koordination und Kooperation sind in meinem Fall sinnvoll? Neben der Fachexpertise und der technischen Infrastruktur sind insbesondere bei Remote Teams oder Remote Services vertrauensbildende Maßnahmen sowie das Zeigen der eigenen Vertrauenswürdigkeit unersetzbare Voraussetzungen jeder arbeitsteiligen Wertschöpfung. Die Wertschöpfung ist Anfang und Ende des größten gemeinsamen Nenners der BWL. Die Schnittstellen in den Wertschöpfungsprozessen haben eine besondere Bedeutung. Eine Schnittstelle ist grundsätzlich ein gedachter oder ein tatsächlicher Übergang von Daten, Signalen, Objekten oder Informationen zwischen zwei verschiedenartigen Komponenten. Dieser Übergang geschieht nach bekannten Regeln über mindestens eine Grenze hinweg. Solche Schnittstellen wirken in der Struktur von Projekten oder Prozessen als Nahtstellen zwischen einzelnen Phasen. Diese Nahtstellen können ohne weiteres über einzelne Grenzen hinweg Informationsflüsse anstoßen oder durchlassen. Sie können Zwischenergebnisse definieren oder ganze Aktionen aktivieren. Eine Schnittstelle kann im Wesentlichen auf zwei unterschiedliche Arten umgesetzt werden. Sie kann zwei nacheinander, voneinander unabhängig laufende Komponenten verbinden oder sie kann laufende Kommunikationen zwischen zwei gleichzeitig ablaufende Komponenten definieren, die sich über eine Grenze hinweg wechselseitig beeinflussen. Derartige Informationen oder Kommunikationen über eine Grenze hinweg können beispielsweise erfolgen durch Anordnungen, Berichte, Protokolle, Verträge, Vereinbarungen, Lasten- und Pflichtenheft, Spezifikationen, Änderungsanträge, Nachforderungen oder aber Abnahmebestätigungen. Grundsätzlich ist es kein Problem, dass jemand in seinem eigenen Verantwortungsbereich die Führung übernimmt und die Steuerung innehat. Sollten jedoch zwei verschiedenartige Leitungsfunktionen miteinander koordiniert vorgehen, gibt es erhöhten Abstimmungsbedarf. Ziel ist es jeweils, gemeinsame Vorstellungen vom Prozess, gemeinsame Vorstellungen vom Erfolg, gemeinsame Vorstellungen von der Wertschöpfung zu erarbeiten. In diesem Zusammenhang ist das St. Galler Managementmodell der vierten Generation grundsätzlich folgendermaßen aufgebaut. Die Umwelt, sie wird so dargestellt
wie in dem Zeichen rechts oben, der blaue Kreis. Die Umwelt ist nur durch ihr Zusammenspiel mit den Gegebenheiten der Organisation und den derzeitigen Formen des Managements zu verstehen. Die Organisation, visualisiert in dem rechten Zeichen als grüner Pfeil, diese Organisation ist nur im Zusammenspiel mit der relevanten Umwelt und mit den derzeitigen Formen des Managements zu verstehen. Das Management, visualisiert in dem Zeichen rechts mit dem ockeren Symbol, dieses Management ist nur im Zusammenspiel mit der speziellen Umwelt und mit den aktuellen Gegebenheiten der Organisation zu verstehen. Wenn wir diese Idee nun zusammen darstellen, ergibt sich das Bild, was wir hier rechts sehen. Die einzelnen Teile gehören stimmig zueinander, aber im Grundsatz geht es darum, Umwelt, Organisation und Management sind ein gemeinsames Zusammenspiel. Umwelt, Organisation und Management bilden eine untrennbare Einheit miteinander. Das Sangala-Management-Modell der vierten Generation hat nun unterschiedliche Auflösungsebenen. Auf der obersten Ebene, Auflösungsebene 1, sehen wir das Zusammenspiel der drei Grundkomponenten. Umwelt, der blaue Kreis. Management, das ockrige Symbol unten links. Organisation, der grüne Pfeil. Die Grundbegriffe des Modells haben wir jetzt schon gehört. Umwelt ist das, was das Management hinsichtlich der Weiterentwicklung der verantworteten Wertschöpfung in seinen Kommunikationen und Entscheidungen als bedeutsam einstuft. Organisation ist ein dynamischer Verbund verteilter Wertschöpfungs- und Entwicklungsprozesse, der im Kern aus aufeinander verweisenden Prozessen der Kommunikation in und von Entscheidungen besteht. Management ist eine verteilte Gestaltungspraxis von Reflexionen und Kommunikationen in und von Entscheidungen über die verantwortete Wertschöpfung und deren Weiterentwicklung. Im Zentrum dieser Grundbegriffe steht das Sensemaking. Sensemaking bedeutet, dass bestimmte Ereignisse als Entscheidungen und als Prämissen für spätere Kommunikationen eingestuft werden. Damit ist gemeint, dass Commitments getroffen werden darüber, was als besonderes Ereignis gilt, wie man sich entscheiden möchte, wozu man handelt und welche Voraussetzungen damit gegeben sind für spätere Ereignisse. Die zweite Auflösungsebene des aktuellen Sangal-Management-Modells sehen wir hier. Wir sehen, dass die Umwelt, der blaue Kreis, unterteilt ist in Diskurse, in Kontroversen und Beziehungen. Die Organisation, rechts unten, ist unterteilt in Referenzrahmen, Entscheidungspraxis und Entwicklungsdynamik. Das Management, unten links, ist unterteilt in Corporate Governance, Executive Management und Managementpraktiken. Diese drei Komponenten, Umwelt, Organisation und Management, wirken zusammen und bestehen auf der Grundlage des Sensemaking. In der dritten Auflösungsebene, die wir hier nicht weiter besprechen, werden die einzelnen Komponenten noch weiterhin unterteilt. Aber die Grundlage bleibt bestehen. Es gibt das Zusammenwirken von Umwelt, Organisation und Management, wobei die drei Grundkomponenten Umwelt, Organisation und Management
über verschiedene Auflösungsebenen immer weiter untergliedert werden. Grundlage des Modells ist das sogenannte Sense-Making, ein Konzept von Carl Weick, das in seinem Ursprung so aussah. Übertragen auf das St. Galler Management-Modell wird dieses Sense-Making folgendermaßen dargestellt. Die Beteiligten stellen sich dem betrieblichen Alltag und sind meistens mit Routinefällen beschäftigt. Aber manchmal erkennen sie, dass nun ein Nicht-Routinefall, ein außerordentlicher Fall eingetreten ist. Dieser außerordentliche Sonderfall wird als Sonderfall markiert. Diese Markierung sagt also Anfang und Ende der Bedeutsamkeit dieses neuen Ereignisses. Nun kann man dieses neue Ereignis unterschiedlich deuten und man versucht jetzt von den verschiedenen möglichen Deutungen sich auf möglichst wenig, wenn es geht, auf eine Deutung zu einigen. Ist es gefährlich? Ist es dringlich? Ist es besonders gut oder besonders gefahrenvoll oder besonders freundlich oder ein Anzeiger für mehr? Was bedeutet das? Diese Reduktion von an sich mehrdeutigen Wertungen passiert mit einem grundlegenden Referenzrahmen, mit einer grundlegenden Wissenslandkarte im Hintergrund, mit einer grundlegenden Art und Weise, die Dinge zu sehen. Diese grundlegende Art und Weise hat auch, nicht nur, aber auch zu tun mit den Gewohnheiten und der Organisationskultur. Wenn die Reduktion erfolgt ist und man sich geeinigt hat, wie das besondere Ereignis zu werten ist und zu beschreiben ist, dann ergibt sich bei den Beteiligten eine für die Beteiligten sinnvolle Vorstellung von dem Ereignis. Diese sinnvolle Vorstellung passt in der Bedeutung zu den bisherigen Deutungen, zu der bisherigen Wissenslandkarte und ist ein guter Wegweiser für das zukünftige Handeln. Diese sinnvolle Vorstellung, dieser grundsätzliche Wegweiser, dieses grundsätzliche Modell innerhalb der Wissenslandkarte dient dann auch als Referenzrahmen für spätere Reduktionen, für spätere Einklammerungen von besonderen Einzelheiten. Das Einklammern an sich, das Besprechen, was es bedeutet, also die Reduktion von Mehrdeutigkeit und das Erarbeiten einer sinnvollen Vorstellung, das passiert in Kommunikationen oder allgemein gesagt in sozialen Interaktionen der Beteiligten. Die sinnvolle Vorstellungen, also die Bedeutungszuordnung, das Sense-Making, führt zu einer gemeinsamen Verständigung über den Stand der Dinge. So passiert Bedeutungszuordnung, die gemeinsame Verständigung auf eine gemeinsam erlebte Wirklichkeit auf kommunikativem Weg. Genau das ist Sense-Making. Wenn wir das jetzt übertragen auf eine eher technischen Art der Visualisierung, kommen wir zu diesem Bild. Der Ereignisstrom wird beobachtet, etwas Besonderes wird als Besonderheit markiert. Die Mehrdeutigkeit dieser Besonderheit wird reduziert, um die Wissenslandkarte zu erweitern. Und aufgrund der erweiterten Wissenslandkarte werden dann die Maßnahmen gesetzt und Handlungen vollzogen. Ein Ereignis ist in diesem Zusammenhang nichts anderes als ein Geschehen, das in seiner Einzigartigkeit zu einem gewissen Zeitpunkt vor Augen tritt und sich in keine bisherige Kategorie, Ordnung, Struktur einfügt oder daraus abzuleiten ist. Es ist was prinzipiell Neues. Weil es neu ist, ist es nicht wiederholt, sondern zum ersten Mal. Und daher muss man die Bedeutung zuordnen. Diese Bedeutung ist zunächst nicht bekannt, weil es zum ersten Mal auftritt. In der Theorie sozialer Systeme, die im St. Galler Management-System der vierten Generation von Bedeutung ist, bezeichnet ein Ereignis etwas, das sich von dem vorherigen unterscheidet und beobachten lässt. Ein Ereignis ist etwas, was in einem zeitpunktbezogenen Unterschied mit Informationswirkt bewirkt. Ein Ereignis ist etwas, das durch sein Auftreten die Menge der möglichen Folgeereignisse ändert.
Wenn ich zum Beispiel erkenne, das Haus brennt, wird es meine Handlungen sprunghaft ändern und so lange bestimmen, bis ich außer Lebensgefahr bin. Ein Ereignis ist ferner etwas, das mit anschlussfähigen Ereignissen einen prozesshaften Ereignisstrom ergeben kann. Die einzelnen Ereignisse hängen miteinander zusammen und folgen einander. Das Aussprechen eines Wortes ist ein vergängliches Ereignis, wie hier unten zu sehen. Die Vergänglichkeit ist Voraussetzung dafür, überhaupt einen Satz sprechen zu können und damit einen Ereignisstrom zu bilden. Wenn die Worte nicht sofort vergehen würden, könnte niemand auch nur einen einzigen Satz aussprechen. Was bedeutet das nun für das Verständnis der Wertschöpfungsprozesse? Grundlegend ist das Konzept Sense-Making, so wie wir es eben beschrieben haben. Der Ereignisstrom, den kann man sich vorstellen als Filmrolle, die durch den Projektor durchläuft und einen Film erzeugt. Das besondere Ereignis ist nun etwas wie eine Filmsequenz, die durch einen Schnitt am Anfang und einen Filmschnitt am Ende markiert wird. Die einzelne Episode, die einzelne Szene des Films kann vieles bedeuten und steht oft im Zusammenhang mit dem, was vorher schon war, aber es ist trotzdem noch mehrfach deutbar. Anhand dessen, was ich bisher schon weiß oder was ich gewohnt bin zu denken, meine gewohnte Wissenslandkarte, meine Urteilsgewohnheiten, werde ich versuchen, das markierte Ereignis zu deuten, mit Bedeutung zu versehen. Ist das passiert, dann wird meine bisherige Wissenslandkarte um mindestens ein, in diesem Fall zwei Punkte, verändert. Diese beiden roten Punkte in der neuen Wissenslandkarte sind jetzt neu eingebaut, aufgrund der Episode, die ich eben gesehen habe. Das Markieren eines Ereignisses ist das, was ein Beobachter tut. Beobachten heißt, Dinge markieren, und das Markierte benennen. Die Reduktion von Mehrdeutigkeit, das Absprechen der Bedeutung, das macht man zu mehreren. Man spricht ab, wie das einzelne Geschehen zu deuten und einzuordnen ist, um zusammen handlungsfähig zu bleiben. Hat man sich geeinigt mit einem Commitment, dann läuft es darauf hinaus, dass die Wissenslandkarte das Wissensreservoir erweitert ist und man ein gemeinsames Verständnis, ein Sense-Making, vollzogen hat. Es geht also darum, einen Unterschied zu beobachten, ein System aller Bezugspunkte des bisherigen Geschehens zu benutzen und ein gemeinsames Verständnis von Wertschöpfung, oft genug von verteilter Wertschöpfung, zu erlangen. Das führt dann dazu, dass Handlungen gesetzt werden, aber immer in dem Gesamtzusammenhang des ökonomischen Prinzips. Da geht es um Kosten und Nutzen, Erträge und Aufwände und so weiter. Sense-Making meint also eine Bedeutungszuordnung, mit der Menschen ihren Erlebnisstrom in sinnvolle Einheiten gliedern und danach in ein bedeutsames Ganzes einordnen. Ein gemeinsames Sense-Making ermöglicht allen Beteiligten den gedanklichen Kontakt zum Verständnis der zu verantwortenden Wertschöpfung. Damit ist es möglich, Zusammenarbeit über die einzelnen Wertschöpfungsphasen zwischen den einzelnen Beteiligten in den Remote Teams oder den einzelnen Arbeitspaketen in den Remote Services zusammenzuhalten. Management meint im St. Galler Management-Modell der vierten Generation, die verteilte Reflexion, Kommunikation und Entscheidung darüber, dass zu verantwortende Wertschöpfungsprozesse und Schnittstellen immer auch anders ausgestaltet werden könnten, als sie bisher sind. Und daher sind immer auch andere Möglichkeiten mitzudenken. Insgesamt ergibt sich nun folgender Stand der Dinge. Das St. Galler Managementmodell der vierten Generation erfasst das Zusammenspiel von drei Schlüsselkategorien, nämlich Umwelt, Organisation und Management. Damit werden viele für die verteilte arbeitsteilige Leistungserstellung bedeutsame Ereigniszusammenhänge erfasst. Auf der Grundlage des Sense-Making geht es dabei im Kern
um Prozesse der Kommunikation in und von Entscheidungen mit ihren Möglichkeiten und Grenzen.